Im idyllischen Kempenich in Rheinland-Pfalz wartet Tommys nächstes Hobby. Okay, wir sind in der Nähe des Nürburgrings. Offenbar fahre ich nicht auf dem Nürburgring, aber eine Rennstrecke ist es doch. Sieht eher so nach Seifenkiste aus. Oder so? Wow, Alter! Der fährt Bobbycar! Guck mal, ja, bremst, guck mal, wieder abbremst. Oh, du bremst mit den Füßen. Hab mir schon so einiges gesehen, aber das ist echt abgefahren. Nicht schlecht, ey. Ja, so soll das sein. Boah, Hammer. Ich hab das auch gedacht. Und aber sieht auch nicht ganz ungefährlich aus, ne? Grüß dich, mein Tommy. Moin, Tommy. Ich bin der Bernd. Hallo. Bernd, was machen wir hier? Du hast heute die Ehre, hier bei der Big Bobbycar Meisterschaft Rheinland-Pfalz, hier in Kempenich, in der Profiklasse heute Nachmittag mitzufahren. In der Profiklasse. In der Profiklasse, ja, wo sonst? Halleluja, ja, genau. In den 90ern entstand der Bobbycar-Rennsport. Inzwischen gibt es in Deutschland eine Weltranglistenwertung mit 8 bis 10 Rennen pro Jahr. Rund 120 aktive Fahrer und 20 Bobbycar-Clubs. Gestartet wird in der Profi-, Amateur- und Jugendklasse. Bisher gemessene Spitzengeschwindigkeit 115 km/h. Motorradkleidung und Sturzhelm sind Pflicht. Diese Strecke hier, die jetzt in sich, das ist eine sehr anspruchsvolle Strecke, eine schnelle Strecke. Was kriegst du da für eine Geschwindigkeit drauf? Und ich würde mal sagen, so um die 70, 80 Stundenkilometer. 70, 80? Okay. Und die heißt es zu bewältigen, ohne in den Strohballen einzuschlagen. Wieso passiert da viel? Prellungen, Schürfwunden, das sind auch die kleineren Geschichten. Gestern gab es auch Stürze mit etwas heftigeren Prellungen. Und bei einem Fahrer auch Verdacht auf einen Bruch im Wadenbein. Schön. Ja. Passiert. Doch zunächst werden die Bobbycars fit gemacht. Bernd war in der letzten Saison übrigens Weltranglistenfünfter. Der 50-Jährige ist Vorsitzender des Bobbycar-Sportverbandes und seit 7 Jahren dabei. Aha, Fahrerlager oder was? Ja, hier bist du genau richtig. Aha. Das heißt, ihr präpariert jetzt wirklich eure Fahrzeuge? Die müssen auf jeden Fall vorbereitet werden, ja, für also, das anstehende Rennen. Aber was heißt das? Ich meine, Motor gibt es ja nichts zu machen. Habt ihr nicht? Wesentlicher Bestandteil an einem Bobbycar, einem Rennbobbycar, sind die Felgen und die Kugellager. Sind das so Kart? Die gibt es nicht zu kaufen. Die müssen selbst gedreht werden. Ah, okay. Die aufgemotzten Bobbycars der Profiklasse beginnen bei einer Investition von 1.000 Euro. Hier, da liegen wir bei, sagen wir mal, 1.500 Euro. 1.500 Euro. Ja. Welches Bobby? Und ich bin noch in der günstigen Preisklasse hier vertreten mit meinen Fahrzeugen. Ah, okay. Ja, aber... Wieso, du lachst oder was? Ja, er lacht. Ich weiß, es ist deutlich teurer. Ja, es ist ein bisschen teurer, ein bisschen aufwendig. Wieso, erzähl? Die Felgen, die drauf sind, die sind schon viermal so teuer wie das Auto. Also nur die Felgen. Was kosten die Felgen hier zusammen? 4,5 liegen die ungefähr. 4.500 Euro nur die Felgen? Ja, red mal, rechne mal weiter. Gut, das ist alles selber laminiert. Carbon-Sitz, Carbon-Windabweiser, Heckdiffuser. Was ist das hier eigentlich? Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe vorne selbstgegossenes Blei, 17 Kilo drauf. Recht tief verbaut. Problem ist, dass ich beim Start auf der Rampe vorne aufsetzen würde. Da dachte ich mir, ja gut, alles klar, dann musst du irgendwie die Nase hochfahren. Da habe ich den 2 Druckluftzylinder. Und du kannst ihn gerne mal drücken, nach unten. Genau, jetzt fährt pneumatisch die Nase hoch. Und ich würde jetzt beim Start nicht aufsetzen. Was kostet die Karre insgesamt, wie sie da steht? Liegt jetzt so ungefähr bei 8.500 Euro. Da kaufen sich andere Menschen einen Kleinwagen für. Was fahre ich denn jetzt eigentlich gleich hier? Tommy, hier. Das ist dein Fahrzeug. Das ist er? Hurra, mein neues Bobbycar. Was ist jetzt noch original? Bobbycar-Körper muss verbaut sein. Ja. Wichtig, muss auch erkennbar sein. Ja. Es handelt sich hier um ein Bobbycar. Ich kann es ja mal von unten ja, zeigen. Ja, gerne. Weil gerne. Da kann man schon mal am deutlichsten Unterschied sehen. Oh, okay. So sieht das aus, ja. Bodenplatte, Lenkungsteile. Also du könntest ja diese Strecke nie im Leben mit einem original Bobbycar fahren. Beziehungsweise das ist wahrscheinlich... Das wäre mir viel zu gefährlich. Zeit fürs Training der Teilnehmer. Die Strecke in Kempenich ist 800 Meter lang und führt bergab in den Stadtkern. Spitzenfahrer kommen auf 70 bis 80 km/h. Die Strecke wird im Duell gefahren. Der Erste im Ziel gewinnt. Gefordert sind Mut, Bauchmuskeln und Körperspannung. Boah, Leute. Tommy soll jetzt erstmal den Start üben und ein bisschen Fahrgefühl bekommen. Er fragt uns, ob wir bereit sind.
Tommys nächste Aufgabe: das Bobbycar zum Stehen bringen. Okay, aber mit den Bremsen ist so eine Sache, ne? Das ist. Ach, und man kriegt ja direkt Speed drauf, aber ordentlich, ne? Aber ordentlich, ne? Und die Lenkung ist sowas von sensibel. Die ist ja direkt, ja. Das ist schon ganz cool. Ja, wunderbar. Also jetzt würde ich gerne mal eine Runde runterfahren. Und zwar am besten so, wie die zwei hier. Am Ende des Gefälles wartet eine fast 90-Grad-Kurve, die Schlüsselstelle. Die Fahrer müssen dort von 70 auf ca. 30 bis 40 km/h abbremsen. Nur mit den Füßen. Auf die Plätze, fertig, los. Fahrer sind auf der Strecke. Tommy absolviert jetzt seinen Trainingslauf, um einmal die gesamte Strecke zu sehen. Jetzt kommen die ersten Kurven. Bernd gibt die Ideallinie vor und nimmt lässig die schwierige 90-Grad-Kurve. Oh, ja, 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 ja. Alles gut. Alles gut. Da hat er direkt mal, eine Bruchlandung hingelegt. Hier nochmal die Zeitlupe. Alles gut? Ich lebe noch. Und Applaus, Applaus, Applaus. Die Zielgerade. Gut, dass es nur der Trainingslauf war. Ja, krass, da hat mich direkt jetzt gerade in die Leitplanke gehauen. Aber ich bin ganz froh, um ehrlich zu sein, weil ich gesehen habe, dass ich es hinkriege, in der extremen Situation dann so zu reagieren, wie es sein muss. Langsam wird es ernst. 20 Fahrer starten in der Profiklasse und kämpfen um Weltranglistenpunkte und den Landesmeistertitel. Laut Reglement müssen die Originalmaße und der Body eines Bobbycars erhalten bleiben. Das Gewicht des Fahrzeugs darf in der Profiklasse maximal 40 Kilogramm betragen. Knapp 800 Zuschauer zieht der Sport hier in seinen Bann. Noch ist Zeit für einen Plausch mit dem erfahrensten Starter im Feld. Wie bist du drauf gekommen damals? Ich durfte nicht zu Hause sein, wenn meine Frau putzt. Musste ich abhauen. Aha. Und dann sagte sie, ich gehe mal auf den Bobbycar und seitdem mache ich den Scheiß. Du bist ja nicht jünger? Nee. Aber für dich? Klar, ja. Machst du weiter? Arzt hat's verboten, aber was soll's? Der ist jetzt nicht da, ne? Warum hat der Arzt es verboten? Pumpe. Pumpe? Ja. Also ist es, also ein bisschen wahnsinnig ist es ja schon, ne? Hm. Ja, ein Freak musst du schon sein. Also Kaudengene solltest du haben. Okay. Die Paarungen für die Rennen werden zufällig ausgelost. Die 90-Grad-Kurve wird die Duelle entscheiden. An Ehrgeiz mangelt es den tollkühnen Startern nicht. Gewonnen hat, wer zuerst durchs Ziel fährt. Dritter Lauf, Tommy gegen Marcel. Marcel? Ist das, ja, da hast du jetzt, ich sag's jetzt nicht, die Karte gezogen. Der, du fährst jetzt gegen den amtierenden Weltmeister. Das ist der amtierende Weltmeister? Das ist der amtierende Weltmeister. Marcel? Hast du Schiss? Das kann immer was passieren. Und deswegen sind diese Rennbobbycars auch absolut kein Kinderspielzeug. Die Strecke ist freigegeben. Vielleicht erleben wir ja die Riesensensation. Tommy, der Newcomer, fordert den Favoriten. Der Start ist geglückt. Unglaublich, Tommy liegt sogar auf den ersten Metern vor dem Weltmeister. Dann macht Marcel ernst und zieht vorbei. Kann Tommy kontern? Marcel ist bereits in der gefährlichen Kurve. Tommy kurz davor. Wieder wird ihm die Killerkurve zum Verhängnis. Alles gut. Alles gut. Jawohl.
Die vorderen Plätze fahren andere aus. Marcel wird heute Vizemeister. Diesmal habe ich echt Glück gehabt. Scheiße, ey. Diesmal hat mich echt über den Asphalt gerissen. Ey. Wo bist du? Da, komm mal her. Megamäßig abgehoben vorne und konnte da keine Kontrolle mehr haben. Und jetzt bin ich gerade gegen die Nummer 1 der Welt, wohlbemerkt, gefahren. Und es war wirklich ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ganz enge Kiste zwischen uns beiden. Ganz klar, Tommy. Die anderen sind eben Profifahrer. Riesenrespekt vor den Kerlen. Wahnsinn, wie die da runterbrettern. Wahnsinn, das Risiko, was sie eingehen. Ich habe mein Bestes gegeben. Meinen Rücken werde ich ein paar Tage spüren. Trotzdem war es schön. Danke sehr. Schöner Sport. Hat Spaß gemacht mit dir, Tommy. Schöner Sport. Hat euch gefreut.